Ja, stimmt, ich habe im Eingangsbereich die Musik ausgeschalten. Ja, ich habe, glaube ich, keine Musik beim COH. Ist nur wieder die Frage, wer macht das Rennen? Wer ist zuerst fertig? Moment, liegt Andy noch vorne? Los, Tiger, gib Gas. Ja, Andy zieht uns gerade Und ab. Kupplung geht kaputt. Ich gebe euch einen Tipp, ballert nach hinten, dann fliegt ihr immer so ein Stück nach vorne. Das ist nicht GTA San GTA. Andreas. Achso. Aber Oh, es ein hat doch Hit-One. funktioniert. Das war mega geil. Das ist das Beste. Flugcheat-Panzer. Highspeed-Panzer. Flugcheat-Panzer und eine kleine Brücke und dann hebst du ab. Hui. Flugcheat war eh mega geil. Jedes Ja. Auto geklaut, rumgeflogen. Aber jetzt kommt der Pascal aber hier. Ey, jo, Rable muss es. Rable. Michi ist im Hintertreffen. Ehrlich, gib an die Putzi. Uli, Oh, gib an Pascal die hat Putzi. beendet. Werde ich noch Dritter? Ne. Komm schon. Hi, Drifty. Michi, du warst aber auch mal schneller, ne? Ja. Aber Yay. es ist Sonntag. Für Michi klatscht Lakitu. Da. So, wie geht das Spiel schon wieder? Ja, muss ich auch erstmal schauen. Was ich weiß, man muss nicht mehr direkt dieses Gebäude bauen. Also man muss schon, Befestigte aber Bereich wird gebaut. die MGs kann man im Hauptquartier machen. Das weiß ich noch. Das ist voll geil. Da. Los, bald schneller, Kackpioniere. Fertig. Pioniere nehmen Ziel ein. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir rechts und Mitte nehmen. Ja. Das heißt, Andy muss einfach die linke Flanke noch abdecken. Alles klar. Das Afrika-Korps ist voll bereit. Sollen wir etwas bauen? Ein Das Gegner erwartet Afrika-Korps. Befehle. Ja, meine Decoys und meine Fahrzeugpanzer-Tarn ist das Afrika-Korps. Erobern. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Das Wie waren will noch der 10 Kajurse Sekunden. Sektor? Nehmen Gebiet ein. Seit wann kommen die Einheiten nicht aus den Gebäuden raus und nicht mehr aus dem Gebüsch? Unterschiedlich. Baum, Bäume, Wald. Ja, wegen nicht Afrika-Korps. Gott, wir haben auch normale Ressourcen. Das heißt, man muss ewig drauf warten, bis man irgendwas kriegt. Ja, wir müssen klug mit den Einheiten umgehen. Ach Gott, nein, Michi, was tust du uns da an? Das kann Rufi nicht. Der kann nicht klug mit irgendetwas umgehen. Fuck you. Oh. Your Sherman's. Also, wenn irgendwer Waffen oder Fahrzeuge oder Wracks hat, die kann ich auseinandernehmen für Benzin. Also so Maschinengewehre oder irgendetwas Unnützes, was er nicht nutzen kann. Oh, in der Mitte gibt es gleich Feinkontakt. Meinst du? Blinkt rot. Jetzt nicht mehr. Das MG abbauen, wir müssen weiter. Glaube, den haben sie schon eingenommen hier. Wie geht das nochmal, das Ping? Zum Einsatz. Oh nein, Geht? oh nein, ich hab Kontakt. Kommt da rein dran! Wie die reden. Der englischen Version ist witzig. Mein MG regelt. Werden flankiert. Denkt daran, möglichst schnell Pax, ne? Einer ist schon unterwegs. Das kriegen wir hin. Pioniere hier. Okay, zurück zur Basis. Kann ich noch gar nicht bauen. Ich habe noch nicht mal die erste Kampfphase. Gibt's zuerst Versorgungs? Bunker? Ja, ne? Hier gibt es einen MG-Bunker rein, direkt in den ich hier gebaut habe. Ui! Hilfe! Ah, die Pisser! Infantry. Haben wir keine Pioniere? MG-Trupp. Hat einer gerade einen Trupp, der an die Front marschiert? Negativ. Negativ. Mein Sektor ist abgeschnitten. MG42 verbessert. Verdammte Kacke. Und los geht's!
Produktionserweiterung abgeschlossen. Wir schießen meinen Munitionssektor, was soll das? Oh oh. Da kommen sie, die Schweine. Oh oh, zwei Seiten. Michi, halte durch, wir versuchen deinen Sektor wieder anzubinden. Was ist schon, meine Pioniere sind fast da. Halt sie ab, die Bastarde, los! Oh ja, flieht durch meinen MG, das ist sehr gut. Also die deutschen Pioniere sind ja recht stark von der Wehrmacht. Wusstest du das nicht? Die Sturmpioniere sind vor allem stark. Ja, die Sturmpioniere, die wusste ich, dass sie gut waren. Alter, nein, er kommt! Wer kommt? Ja, entkommt. Ich hab hier einen Sanitätspunkt, wenn ihn jemand braucht. Jo. Kommen da auch Leute wiederholen? Ja. Okay, dann mache ich hier vorne. Was mache ich hier vorne? Auch einen Sanitätspunkt wahrscheinlich. Ah, zu wenig Arbeitskraft. Alter, 320 für eine verkackte Pack? Hm. Ja, ich habe auch eine Pack an der Front. Also an der Front noch nicht, aber. Michi, du brauchst den Punkt übrigens, sonst bist du wieder abgeschnitten. Ja. T90 Benzin, das sind meine Pioniere. Ich brauch Benzin. Scheiß auf die Packs. Wendy, dein NSMG ist praktisch tot, oder? Joa. Joa. Das ist korrekt. Aber irgendjemand muss die Linie halten, wa? Du bist normale Wehrmacht, oder? Aua. Nicht schon wieder. Ja, toll, und die haben eine Dingens. Die extra einen Spähwagen geholt und die haben eine Panzerfaust. Ja, Alter, wird das überleben. Ist gleich erledigt. Oh, what the fuck? Was zur Hölle ist hier passiert? Oh, so einen schönen Bombenstrike rein. Ach, oh, fuck it. Oh nein. Ah, shit. Bin der Dir verloren. Glaubt ihr, dass die Gegner von hier kommen werden? Nee, oder? Nicht unbedingt. Ich habe auf alles gefasst. Grenadiere! Feuerunterstützung! Das schaffen wir bestimmt. Bereit! Wir rücken vor ins Gebiet des Feinds. Der Kommandobunker ist nun fertig und Verstärkung kann angefordert werden. Die Pioniere werden das stehlen.
Schuss! Pioniertrupp! Achtung, hier kommt ein Ding, Flammenwerfertrupp von hier. Pascal. Jo. Mit einem ist übertrieben. Unsere Industrie wächst, um uns zu unterstützen. Nice, Pascal. Infanterie ausgeruht und bereit, schnell vorzurücken. Stuka auf, der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. Oh, nicht schon wieder. Ei, das gibt's doch gar nicht. Oh, oh, Fehlingsschlag. Oh Gott, meine Pack verfehlt. Alter, jetzt schwierig. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Achtung! Pioniere hier. Pioniere gehen zum Ziel. Sollen wir etwas bauen oder? Unterstützende Panzerfabrik wird gebaut. Yo. Alter, ich krieg sie einfach nicht down, die Truppen. Mega die Truppen. Hans, unterwegs zu neuer Feuerposition. Hier rennt so ein halber Trupp noch rum, ne? Dann guckt, dass er wegkommt. Ja, da wird erledigt. Der vordere Gebäude wird angegriffen. Zerstört diese verdammte Linie! Wir laden für Jagd auf Panzer. Wir haben eines der vorderen Gebäude verloren. Fuck. Ihre Maschinen. Wir werden uns reichen. Aus voller Stärke. Dank hier. Auf dem Weg. Aufklärungsflug erreicht den Zielbereich. Scherben und eine Suhe im Anmarsch. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. Panzer greift uns an! Pioniere zu Angriff! Stocker unter Beschuss! Fuck, gut. Pascal? Ja. Unsere Nachschublinien sind unterbrochen. Wir waren dabei. Eine Bauvorstellung. Oh shit. Ein MG42 und Aufklärungsflug einsatzbereit. So. Rufi. Ah shit. Sorry. Zehn Spurkse. Ich hab leider mit nur eine Pack. Ich bin dran. Ich bin dran. Hast du gesehen, was auf dem Scheißteil drauf ist? Auf deinem Fahrzeug? Ja,
Schau, okay, Kai, okay. Meins. Ja. Was, Karl? Jo. Du weißt, was auf dem Truck oben drauf ist? Ah, shit, ja. Nicht dafür. Das ist ein bisschen blöd hier, wir haben keinen Benzinpunkt. Oh, für Arsch, ne? Ja, gerade unser Benzinpunkt, aber da steht eine Bovorstellung. Der Bunker wurde mit einem MG42 verbessert. Pioniere hier. Oh, fuck, ein Centaur. Sehr gut. Pascal, da ist ein Drack. Wo bleibt die scheiß Pack, Alter, ihr Deppen? Soll ich meine Pack zu euch rüberschicken? Nein, geht. Wie gesagt, wenn ihr was braucht, ich bin momentan einfach nur Bunker bauen. Er ist bei mir gerade nicht geschossen. Da kommen sie. Pascal, hast du Truppen? Kannst du hier diese Geschütze wieder annehmen? Sonst haben wir ein Problem. Ah, shit. Oh, kaputter Motor. Glück habe ich meine Pack nicht aufgezogen. Unsere Männer marschieren besonders schnell. Wir haben eines der vorderen Gebäude verloren. Jetzt ist gebrochen. Komm schon, schieß! Alter, nein, ich glaube, ich war weg. Bin ich zurück? Der Feind hat eines unserer vorderen Gebäude zerstört. Aufklärungsflug steht Ihnen zur Verfügung. Alter, mit was kommen die denn jetzt hier an, die Spinne? Hier. Wem auch immer das seine sind, Pascal, glaube ich, ja. Da hinten läuft ein Gegnertrupp hinter feindlichen Linien rum. Ja. Also ich glaube, ich, wenn er hier lang kommt, habe ich ihn. Muss kurz hier oben. Also es kann doch nicht sein, dass der doch lebt. Fick dich. Laufschritt, Marsch! Schweinehunde schießen auf mich! Oh Gott. Oh Gott. Ja,
meine Pack zerstört. What? Wie hat der jetzt meine Pack zerstört? Alter, meine Pack schießt daneben, ich glaube, ich bin. Nein, kommt jetzt, mach doch mal etwas fertig, Mann. Hey, Gott sei Dank kommt hier keiner. Na ja, gut, die wollen halt auch die Punkte haben. Ja, und dann mal zwei Minen für Panzer und Dings geplaced, ein Bunker und ein MG. Aufklärungsflug erreicht den Zielbereich. Eine Kommandozentrale. Verstärkung ist verfügbar. Ich glaube, mein Panther war jetzt ein bisschen zu langsam, wa? Achtung, er beschießt die Truppen. Oh nein. Diese Ruhe gerade, ne? Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß nicht, wie du gerade Ruhe hast. Aber so viel zum Thema, das ist eine Schlamm-Map, Pascal, oder? Guck mal, wer sich hier zurückzieht. Lal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 a. Oh ja, Gott, oh die. Gott. Firefly. Oh Gott, oh Gott. Los, Fahrpanther. Moment mal, da steht doch ein Päppchen. Wie können wir helfen? Was? Tara, Dallas! Royal Engineers, holt sie euch! Zeit zu gehen! Wow! Alter, der Firefly hat schon zweimal auf den Spähwagen geschossen und zweimal verfehlt. Ich bin so ein Lucky Bastard. Unser Bunker kann nun ein MG-42 unterbringen. Panzer 4 fährt los. Panzer 4 geht in neue Position. Leute, es kommt bald ein Tiger. Sehr gut, bei mir kommt bald ein Panzer, sobald ich jetzt genug Benzin habe. Knock knock. Knock knock. Von zwei Seiten gefistet. Bitch. Alles klar, der Panzer denkt sich auch, ich fahre hier einfach mal durch den Wald, mich sieht keiner. Hab ich gedacht. Geil. Also mein Spähwagen hat das überlebt, ich weiß nicht wie, aber hat's überlebt. This is a Befehl, immediately. This is a Sherman Reich. Ein Panther wurde uns vom Vaterland geschickt. Eine Meldung, die ich nur sehr gerne höre. Ich hab ein Kätzchen bekommen. Katze.
Was hab ich die Sprüche im COH vermisst, Leute? Steiner sind in der Mörser festgefroren. Das ist mein Lieblingsspruch. Oder ha, daneben! Was? Was für ein ganzer Trupp ist tot. Oh scheiße, linke Seite, Ding. Da, versteht ihr? Das ist ein guter Panzer und jetzt hat er eine deutsche Besatzung. Irgendwas sogar, so hat noch einen Spruch, wenn du den Panzer klaust. Das ist ein sehr guter Panzer, vor allem mit einer deutschen Besatzung. Genau. So, ich mach gleich ein bisschen einen Vorstoß. Großes Ego oder eine kleine Birne oder beides? Was, du hast mit einem G-Trupp verloren? Er geht chillt einfach hart sein Leben. Oh, ich hab gleich T-34. Wieder zurück. Geil, dass wir noch keinen einzigen Punkt verloren haben. Bisher ja. Ich glaube, den Panther kann ich abziehen, oder? Kann ich mir eigentlich noch einen leisten? Nein, ich habe zu wenig Benzin. Fand ich, dass sie so viele geile Waffen liegen lassen. Aus. Bazookas. Wer ist andere Scheiße? Ich würde gerne Panzersperren bauen können. Ja, puh, für was? Die anderen haben ja keine Panzer, die lange genug leben. Stimmt, aber ich könnte hier, weißt du, so Sachen abblocken komplett. Hier ist ein scheiß Mörser. Ich nehme den Panzer und hol mit ihm mal.
Oh je, jetzt kommen sie von der linken Seite. Natürlich, sie haben gemerkt, dass sie rechts keine Schnitte mehr haben. Guck mal! Haben sie links lange auch nicht mehr. Wenn der da irgendwann mal durchkommt. Länge. Hey, guck mal, die Su dreht schon um. Geil. Verfluchte Pfeile. Wie viele Punkte brauchen wir eigentlich? Zwei, mindestens. Ja. Ah, nee, ich war gerade verwirrt. Ich dachte, wir müssen Punkte sammeln und haben 1000. Ich dachte, das wäre gerade verbuggt. Halter bereit. Mark, deine Su wurde ausgeschossen. Alter, ich hasse die Panzer-KI, ne? Mein Panther ist gleich tot, weil er einfach 10 Meter nicht fahren kann. Wer will eine kostenlose Pack? Wobei eine 6-Pfünder, die ist nicht schlecht. Ein Easy 8, den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, passt gar nicht. Oh, fuck. Wir haben einen schweren MG-Trupp verloren. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Sollen wir den dritten Punkt auch einnehmen, oder? Wenn ihr schon da seid, könnt ihr den immer einnehmen. Genau, ne? Ihr könnt auch den einfach immer wieder ein paar Infanterie-Pushes drauf machen, um den zu holen. Der Bunker wurde nun zu einer medizinischen Notstation umgebaut. Der Bunker wurde mit einem MG-42 verbessert. Sind die Schnauze voll von euch, ey. Ihr sollt auf den hinteren Panzer schießen, nicht auf diese Drecksu. Alter, wie viel bei euch ankommt? Bei mir ist einfach tote Hose. Will jemand einen Steward? Hier, gratis zum Abholen. Jackson. Der Kommandobunker ist nun fertig und Verstärkung kann angefordert werden. What? Alter, ernsthaft? Hm?
Deutscher Staat und deutsche Ingenieurskunst. Okay. Auch? Pascal hat mal wieder mal die wunderschöne Hintergrundgeräusche. Wunderschöne Wassermelone. Will ja nicht sagen, aber bei euch, ich höre so in der Ferne, höre ich Schüsse und Krieg und Hass und bei mir stehen einfach alle rum und warten. So, können wir was tun? 90% warten. Alter, ich sag dir rückwärts fahren, dann fährst du gefälligst rückwärts, du Vollidiot, vor dir steht eine Su. Fahr nicht den Sandberg um, fahr nicht den Sandberg um, dankeschön. Die fahren in Deutschland die Autos eigentlich immer noch so wie die Panzer im Zweiten Weltkrieg. So. Kreuz und quer und ohne Plan? Ja. Bei manchen Leuten denke ich mir das schon. Pioniere warten auf ihren Einsatz. Warum ist jetzt deine Aufklärer abgestürzt? Aufklärungsflug Sprit leer. Wahrscheinlich. Sprit leer. So, ja. Jungs, habt ihr getankt? Nee, scheiße! Passiert, ne? EV schlecht. Hm. Ups, nein. Komm, reparat schneller, verflucht. Ist halt wirklich nichts los. Das einzige Gute ist, ich habe halt effektiv nur einen Trupp verloren bisher, glaube ich. Oh nein, ich habe schon ein paar verletzt. Das einzige Positive hier gerade. Oh. Ups. Wir haben hier so ein kleines Loch erzeugt. Wo? Hier. Die können uns nicht alle umbringen. Aufklärungsflug steht Ihnen zur Verfügung. Hey, Marie, schnell! Wir müssen los! Nicht mit dem Gasgeizen. Das können die Deutschen. Michi, haben wir da was an? Was ihr nicht seht, ist nicht da. Hm.
Es kommt wieder ein Feind. Nein, bleib hier. Renn nicht weg. Warum willst du wenden? Fahr doch einfach rückwärts zu Kackpanzer. Waren das die hier? Könnte sein, ja. Das war so los. Surprise! Die sind alle weg, egal. YOLO! Preis, Preis! Was ist denn mit alle weg? Stimmt nicht ganz. Hier kommt gerade eine ganze Menge an. Naja, nee, da wo ich den Schlag hingesetzt habe, sind alle weg. Da wo mein Schlaganfall hätte angreifen sollen, was? Der Druck wird vom Scharfschützen gerade, ne? Oh Gott, hier stürzt ein Flugzeug ab. Oder? Nein. Schieß mich nur. Dort. Ich glaube, mein Tiger hat den gerade vom Himmel geholt, kann das sein? Irgendein Panther hat gerade gesagt, dass er einen Kill gemacht hat und ist das Flugzeug abgestürzt. Will sich den gerade jemand holen, wenn ich für die Stadt fliege? Feuer kannst du haben. Gut. They see me rolling. Irgendwas müssen sie auch mal tun. Chillt mit seiner Panzercrew. Ich habe gehört, hier geht die Party ab. Hier geht auch gerade die Party. Mach mal den Rückzug zu. Typische Kesselschlacht. Guck mal, was ich hier entdeckt hab, Panzer. Was für ein Panzer? Dass die einfach dran vorbei marschieren, ist halt lächerlich. Lächerlich, ich bin. Ey, wo rennt ihr hin? Wo rennt ihr denn hin? Gefällt's euch nicht bei Papa Schlumpf? Guck, die rennen einfach so aus dem Gebüsch raus, schießen mit ihren Pistolen und ihren Karabinern auf drei fahrende Panzer, so ist bestimmt eine kluge Idee. Oh, guck mal, T-70. Michi, wir spielen übrigens nicht Auslöschung. Ja, ich wollte nur die hinten, ja. Ich hab schon den Rückwärtsgang drin, keine Sorge. Also du kannst, das wäre halt mal witzig, zu gucken, ob man es mit Vernichtung nutzen kann. Ja, nee, du machst sie einfach so kaputt, dass er nichts mehr einnehmen kann, aber die Punkte zählen, glaube ich, trotzdem runter. Guck, ich überfahre sie rückwärts.
Weißt du was, erstmal macht ihr den hier bitte. Oh, das Flugzeug hat schon übernommen. Oh, das ist die Pack. Das war mein Flak-Fahrzeug. Was war mein Flugzeug, das runtergekommen ist? Ich hoffe nicht, dass das dein Flak-Fahrzeug war. Ach bitte die Pack da kaputt, sonst haben sie gleich wieder. Oh lol, das ist schon die Basis. Ups. Einmal abbiegen bitte. Ey, sag mal, warum schiebt dieses MG denn hier nicht, ey? Keine Gegner sind endlich. Lustig finde ich ja, dass die Panzer-KI in CH nicht mal vorhalten kann. Müssen wir auf den Lauf achten, wenn ein Trupp vorbei rennt. Sie sind irgendwie 10 Meter dahinter, so. Ja, das bringt's bestimmt so. Profi, jetzt ist das MG schon wieder nicht tot, aber dafür sind es 3 Sterne. Jetzt ist es tot. Oh, nein, immer noch nicht. Da haben jetzt Mörser geflogen aus der Basis. Kacke. Alter, der überlebt voll lange, ey. Ja, parken üben. Das ist voll der Rambo, Alter. Endlich. Das war's. Endlich. Alter, was hast du für einen hässlichen Skin, Andy? Ich? Sieht aus wie Algen. Ja, der hat schon Bauch mitgenommen. Achso. Ich hab gedacht, wir haben ja auch irgendwas am Wasser zum Kämpfen, deswegen hab ich einfach die Algen mitgenommen, einfach auf den Panzer geschmissen. Ich dachte, du hast gerade den ganzen Panzer rausgezogen, so, oh, hier ist noch ein Tiger auf dem See, im Seeboden. Das wäre mal was, wenn du so tauchen gehst und einfach ein altes Panzerwrack findest. Gibt's in Ägypten? Echt? Ja, da ist so eine alte Fähre vom Zweiten Weltkrieg untergegangen. Da sind noch Motorräder, kleine Panzerwagen, Munition und Waffen und alles noch drin. Brauchst du da Genehmigung, um da zu tauchen? Oder nee, das ist einer der coolsten Tauchobjekte. Alter, der Welt. Die hat gerade hart in die Mangel genommen. User joined your channel. Hallo, Max. Hi. Hallo. Hey, Andy, die ganzen. Die Referenzen zu sich. Was? Hast du übrigens nicht von Game of Thrones Referenzen bekommen? Doch. Was möchtest du? Egal, komm weiter. Was? User left your channel. Was war das jetzt? Eine Nähe gesucht, glaube ich. Der Sieg ist nah. Der Feind hat nur noch 25 Punkte. Und guck mal, hier verfolgt mich eine Pack um dieses Gestrüpp um die ganze Zeit. Da ist sie. Und wieder zurück. Ich glaube, er hat ab. Ich will auch abholen, ja. Wenn du dafür nochmal zwei Panzer. Ich dachte mal sagen GG, Leute, ne? Mhm. Ja, vor allem wenn du einen Tiger hier drüben schießt. Das war's. Auf den letzten Drücker noch kaputt gemacht. Easy. Der Sieg gehört uns. Wow, der Siegschlag läuft mal flüssig. What the fuck? Kann eventuell mal einen Juck liegen. Jo, hä? Gegen Ende war er aber mir doch nicht mehr ganz flüssig. Ja, ich hab einen Drop gekriegt. Ja, sieht man das nicht, wow, mehr, was die anderen kriegen. Toll. Nee. Ich hab 500 von diesen Kackmünzen bekommen. Ja, das ist jetzt so. Du musst Stücks das selber gewurschteln. Löscherlösch. Ich speichere mich weg. Ich komm grad wieder. Ich komm kurz Mittagessen. Jo, gut.
Antwort. Ja, ba-ba-da-ba-da-ba-ba-da. Plötzlich so still, keiner mehr da. Auch. Christopher Lust, im Pack 40, fünfmal gestorben. Lustig, dass ich nur zwei gebaut habe. Hey, Andy. Ja? Wir haben am meisten reingefickt. Mhm. Mich hat einfach am wenigsten zu tun, man merkt's. Das ist irgendwie doch voll oft, dass Michi immer was nicht zu tun hat, ne? Verlorene Einheiten und 9 Stück, Alter. Hallo? Hi. Aber schau mal, ne, Michi hat 10 Eroberungen, ne? Ja, ich die ganze Zeit da hin und her, ich habe halt nichts anderes gemacht, wie hin und her gerannt und Punkte eingenommen. Das Geile war halt einfach, dass wir noch unten, wir haben einfach noch alle 1000 Siegmarken. Ja, das ist ganz easy so, wenn einer sich halt bereit erklärt, einen Run zu machen, können sich alle auf den zweiten Punkt. Dann kriegst du die da an. Mhm. Die beste Taktik. Weil eben gerade die Randpunkte hast du gesehen. Ja. Am Anfang so ein bisschen was und danach nicht mehr. Pack 40 produziert eine, verloren 5. Was? Michi meint, sie soll mal die Algen raustun. Michi ist gerade gestorben. Nein, ich bin gerade nicht im Headset-Empfang gewesen. Was hast du gesagt? Ich soll ich mal die Algentarnung raustun. Achso, ja, wie du willst. Dir gefällt. Ich finde das sowieso ein bisschen die Verarsche, dass sie jetzt über einen Workshop Tarnungen reingemacht haben. Ich find's gut. Ja, nimm für sich, aber damals hast du halt, musstest du die Skins kaufen und erspielen. Und dann auf einmal sind Workshop-Tarnungen und alle, die sie halt vorhin gemacht haben, gekauft und erspielt haben. Ja, das ist schon scheiße dann. Wurscht. Ja, das war dann einfach scheißegal. Obwohl, man muss sagen, die vom Spiel selber sind, sind schon noch ein bisschen cooler, finde ich. Ja. Noch ein bisschen. Kommt drauf an. Es gibt verdammt gute. Ja, das stimmt schon, aber bei den meisten siehst du einen guten Qualitätsunterschied. Ja, wir machen kurz Pause, wir sehen uns gleich wieder. Bei der nächsten Runde, würde ich sagen. So, da bin ich wieder. Baby. Jetzt hast du gerade die ganze Teile auf einmal gegessen, oder? Nein, es ist schon durch gewesen. Ein bisschen spät gekommen. Sound muted. So, da bin ich wieder. Baby. Jetzt hast du gerade die ganze Teile auf einmal gegessen, oder? Nein, es ist schon durch gewesen. Ein bisschen spät gekommen. Sound muted. Resumed. Machen wir nochmal eine Runde, oder? Ja, voll. Ein Moment. Weißt du, was jetzt kommt?
So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, google mal. Okay. Mein Bildschirm springt gerade. Level 152. Ja, okay. Das eskaliert mal wieder. Ja, weißt du, ist halt Hetz, das gonna Hetz war. Hellfire Karma, okay. Hetz, das gonna Hetz. Ich Trompete holen und spielen? Nein. Boah, ich hab jetzt auch hier in meinen Schränken noch, wo ich aufgeräumt habe, meine Blockflöte von der Grundschule gefunden. Wow. Muss die auch mal wieder spielen. Stimmt, meine Ukulele sollte auch irgendwo noch rumfahren. Zu geil. Letztens mal mein Saxophon aus dem Keller ausgegraben und geputzt. Du hast ein Saxophon? Ja, mein Großvater hat. Seins war es eigentlich. Jetzt bin ich da ein bisschen am Üben. Pascal, was ist das, Alt oder Tenor? Hast du deine Geige eigentlich noch, Pascal? Ja, Alt, glaube ich. Ich hab mein Cello auch immer noch. Mir nach. Fuck it. Wir bauen die Infanterie. Du hast die falsche Doktrin ausgewählt. Jo. Nice. Jo. Welche Punkte nehmen wir eigentlich? Oben Mitte und unten Mitte? Oben mit dem? Weiß ich nicht. Gut. Oben haben wir. Ja, nee, spielt eigentlich keine Rolle. Machen wir oben mit, weil da haben wir den hier auf unserer Seite. Jo, macht Sinn. Schick ich die schon mal los. Mach ich oben, ich bin da gerade am nächsten dran. Bin ich Mitte. Dieter. Nee, Pascal, du musst auch oben helfen. Oben Mitte. Andy kann ja unten machen, dann können wir ja Dings machen. Können wir zusammen die Mitte machen, wenn Andy unten dicht hält. Dicht? Ich würde erst auf zwei konzentrieren und danach. Das schaffen wir. Oh, Alter, das ist mega viel hier unten. Also, die nehmen den Punkt schon ein. Hab ausgelöscht. Pisser. Mittlerer Punkt ist gesichert. Vorerst. Ein MG-42-Trupp ist bereit zum Einsatz. Bunker fertig. Wer hat Lust, Karten zu spielen? Das MG abbauen, wir müssen weiter. Verstanden. Bewegung, Pioniere! Grenadiere! Pioniere zu allem bereit! Beschuss! Mann, Feuer! Oh oh. Unsere Soldaten sind zum schnellen Vorrücken ausgebildet. Unser Bunker kann nun ein MG-42 unterbringen. Wir wurden befördert, Männer! Einpacken! Pioniertrupp!
Pioniere, wir bauen einen Bunker. Oh ja, das ist sehr gut. Da hat gerade einer etwas Gutes gesagt. Fordert bei Bedarf Magazine an, wartet nicht, bis ihr keine mehr habt. Ja, so geht es mir all Tag im Weg, gerade in den Gefecht schießen. Jungs, macht die MMM-Meldung, macht die MMM-Meldung, macht die MMM-Meldung. Alter, verarschen, das kann man ja nicht zubauen mit Stacheldraht, Alter. Und da können sie durch? Ja. Dann machst du einfach hier einen Stacheldraht hin. Ja, man kann auch über die Mauer klettern. Dann machst du hier einen Stacheldraht hin. Diagonal, zum Holz, zu der Holzbeige, weil hier soll es doch gehen. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Was ist da los? Ups. Was wollen Sie? What the fuck? Soll der Feind sich Ein G-Trupp wurde gekillt. Alter. Danke, die im Laufen sitzt gerade. Jo, oh, ich merk's. G-Trupp. Der Bunker wurde mit einem MG42 verbessert. Mein Scharfschütze arbeitet schon dran. Oh je, ich schätze, der kommt gleich. Oh, du darfst nicht sterben. Wisst ihr, wie oft ich Artilleristen über Friedensverhandlungen in der Schweiz reden hatte? 79 Mal. Was? Wisst ihr, wie oft ich Artilleristen über Friedensverhandlungen in der Schweiz reden habe höre? 72 Mal. Gefragt. Alles klar, ich renne einfach mal in die Base. Und gut, dann sind sie selber schuld. U-43 Gewehre, Verhörausbildung und Erkennungsvermeidung sind jetzt für die gesamte kämpfende Infanterie verfügbar. Wir müssen etwas bauen. Infanterie und tot! Gut gemacht. Wir haben den Feind auf 200 Punkte niedergerungen. Vordere Stellung. Alter, hier kommen aber auch echt schon ein paar Leute an, ne? Der Bunker ist jetzt eine Kommandozentrale. Verstärkung ist verfügbar. Erwarten Befehle! Sind erledigt! Wir sind bereit! Pioniere hier! Unser Trupp ist vollständig! Schieß das Arschloch ab! Jetzt werden sie zu Brei geschossen. Nur mit 3 MGs. So, es wird das auch unterwegs. Jungs, wie wär's mit Benzin? Wär voll geil. Ich brauch Munition, kein Benzin. Ich brauch meine Pioniere grad. Wo? Hier kann ich einen. Wir müssen etwas bauen. Der Bunker wurde nun zu einer medizinischen Notstation umgebaut. Ja. Oh, schon? Ja, und ich hab kein Geld für Panzerfäuste im Moment. MG-Unterstützung ist bereit, aber Schuss, Bewegung, eure Waffen! Wir sind bereit!
Sicherheit zu gehen. Wir stehen hier drüben unter Beschuss. Uns wurden neue G43-Gewehre. Vorrücken! Neue Spielzeuge sind unterwegs, Brüder. Wir haben uns anvisiert. Wechselt die Position. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. G43, Bitches. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Oh, Vierlingsflak. Das ist noch geil gemacht, ganz im Ernst. Gefällt mir. Was ich nicht so cool finde, in der Mitte hast du mega die coolen Befestigungen, aber sonst ist es bei mir unten eigentlich nur scheiße. Ein bisschen nervig. Ja, gut. Da hätten sie vielleicht auch noch den einer oder anderen Schützen. Ja, hier hat es schon Schützengräben, aber das ist halt um den unteren Punkt herum. Ne? Ja, auch auf der rechten Seite. Auch ziemlich geile Befestigung. Okay, ja. Und hier sind einfach noch viele Tiere. Hier ist es halt komplett karg überall. Da sind einfach noch viele zivile Gebäude und so. Der Feind greift eines unserer Gebäude in vorderster Front an. Oh fuck. Die Zeit hier zu verschwinden. Panzerabwehr bräuchte ich mal. Ich brauche direkt Munition, dass ich mir Dings Panzerfäuste kaufen kann. Wie, was steht denn hier schon alles? Einiges eben leider. Gut, dass meine Armee bis jetzt nur aus Pionieren und MG-Schützen besteht. Ich habe gerade in etwa dasselbe Problem. Und eben keine. Nicht gerade wirklich viele Ressourcen für ein Dingens. Für die Panzerfäuste. Ja, ich brauche hier noch einen Munitionspunkt gerade. Ich brauche nämlich auch jede Menge Munition. Oh, jetzt hat der Ficker echt den Stacheldraht kaputt gemacht. Ach, komm mit Jungs. Ich brauche nur noch 20 Benzin, nachher fahre ich in T38. Alter, der Piss zu verreck. Oh oh. B70. Du hast Angst vor einem T70.
Gebäude. Und ja, Spähwagen. Okay. Was? Ja, mein... What the fuck? Ich höre einen Hetzer. Oh nein, es ist ein 222. Schade. Yes! Hetz ist gonna hetz. Der Feind hat nur noch 75 Punkte. Wir sind bereit. Wir bekommen neue Ausrüstung. Brauchen Sie Feuer? MG-42 Trupp bestätigt. Auf dem Weg. Eine Pack ist bereit für Befehle. Pack hier. Auf dem Weg. Pack-Trupp ist bereit. Verbesserung abgeschlossen. Grenadiere melden sich bereit. Bereit. Warte, wie weit können die hier in den Wald reinlaufen? Ziemlich. So, yes, Alter. Ein Flammpanzer hätte sogar. Yes! Oh Mann. Oh, meine Pioniere wurden gerade allesamt vom selben Panzer überfahren. Andy, brenn. Ja? Ja, Sperrwagen, nicht brenn. Leichtes Artillerie-Sperrfeuer gestartet. Vielen Dank für diese Information. You're welcome. Alter, Spähwagen nehmen hier überhaupt keine Einheitenplatz mehr. Nicht im Spähwagen, sondern in Halbketten. Früher konntest du dem 22er noch sagen, dass er, nee, da war es doch ein 221 Transporter und jetzt seit einer langen Weile allerdings schon ist es so, dass die direkt das 222er kommen. Ah, finde ich cool. Wir haben einen neuen Grenadiertrupp. In Bereitschaft. Okay, kümmere mich drum. Das sieht hier so cool aus. Grenadiere bereit. Schützen hier. Ein, los. Auf die Flanken achten. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Dem Feind bleiben noch 25 Punkte. Das ist einfach bitter, meine Front, bis auf die Pax ist meine Front einfach getarnt. Der kannst du mittlerweile eine Todesarmee bauen hier mit den 222ern. Wir sind bereit zum Einsatz. Nimm 4 Bevölkerung ein. Alter Flammpanzerklebse. Attacke.
Hey, was ist das? Der Feind sieht die Niederlage schon kommen. Er hat nur noch 10 Punkte. Alter, wenn die eskaliert. Jo. Alter, wie schnell die Dinger kaputt gehen. Genau deswegen ist es halt eben keine Todesarmee. Ja, das ist jetzt wirklich eine Rotzi-Runde gesehen. Jo, der Röffi, wenn du damit 25 auch wo lang fährst, ne? Irgendwie kann es sein, dass sie die Gegner einfacher gemacht haben. Nein, vielleicht sind wir einfach besser worden. Hast du schon mal daran gedacht? Glaube ich nicht, dass wir so lange nicht mehr gespielt haben. Nein, das kann nicht sein. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Über Standard war es uns immer happig und jetzt ist sogar noch ein schwerer dabei. Wir haben die jetzt einfach zweimal zersäbelt. Also wirklich zersäbelt. Zersägt. Ah. Ach, das ist eine Monolithic Bacon Map, nice. Ja, der hat's gut drauf mit dem Dingens. Hey, wertvollste Einheit, Pack 40. Oh was? Ich hab doch gar nichts gemacht und bin trotzdem das zweitbeste. Nein, ich bin sogar der Beste. What the fuck? Wie das denn? Ich hab voll keine Gegner gehabt. Ja, bei Michi hat zum Beispiel auch voll viele abgemurkst und hat trotzdem 5000 Punkte weniger als ich. Ja, weil ich Infanterie hatte, ich hatte ein Fahrzeug bei mir. Ein einziges. Das war ein T-70. Da machst du nicht viel Schaden dran. Und trotzdem. Zum Gehtrupp 606%. Ja. Pack 40, 545%. Ja. Kann man machen. So, aber ich gehe jetzt essen, man kann ja nachher nochmal gucken, ob wir nochmal eine weitere Runde spielen. Ja, ich bin aber später auch erstmal weg noch essen, ne? Weil wir erst wieder die 21 Uhr da. Okay. Ja, dann voll. Michi, wenn wir schnell eins gegeneinander machen. Ja, dann mache ich jetzt auch etwas anderes. Das können wir nachher noch spielen. Ja, wir können nachher nochmal eine Runde spielen. Bis dann. Bis später. Später. Dann,